Sonne hat heute noch mal schön eingeheizt und das habt ihr hoffentlich so richtig geniessen können. Aus Westen bahnt sich nämlich bereits ein erstes Gewitter an. Und damit sind wir beim Wetter. Herzlich willkommen. Der Alpenraum liegt auf der Vorderseite eines Tiefs mit Zentrum südlich von Irland. Das steuert mit einer Südströmung feuchte und instabile Luft zu der Schweiz. Vor allem auf der Alpen-Südseite. Aber auch bei uns im Norden ist die Gewitterneigung hoch. Der Mittwochmorgen fährt stark bewölkt mit wenig Sonne an. Richtung Westen kommt es lokal zu Regengüssen. Zum Aufwachen gibt es im Sendegebiet 10 bis 13 Grad. Am Nachmittag ist es stark bewölkt mit nur wenig Auflockerungen. Es kann örtlich zu Gewitter mit viel Regen in kurzer Zeit kommen. Und dazu gibt es ein Gewitter in Gewitternähe und Windböen. In den Alpen ist es föhnig. Temperaturen steigen tagsüber auf Maximum 17 Grad. In den Bergen weht ein mäßiger bis starker Südwind und die Nogra-Grenze liegt auf 2800 Meter oben. Am Donnerstag und Freitag ist es wechselnd bis stark bewölkt mit nur wenig Sonne und Schauerneigung. Und immer wieder mal an einem Gewitter. Auf das Pfingstwochenende und am Pfingstmendi sollte es aber recht sonnig sein, bei 21 Grad. Ausser in den Alpen, dort ist das Gewitterrisiko erhöht. Und damit sage ich merci für das Zuschauen, bis morgen und auf Wiedersehen.